dass er vielleicht auch mittelfristig nach Größerem strebt. Er wird auf jeden Fall im Sommer auf dem Markt sein. Sprungball, gut verteidigt. Aber das ist natürlich auch das Steckenpferd von Jonas Richter. Ubuak, der Kanadier. Und dann Lansdowne, Ubuak. Kesar Kajami Keen. Also Kajami Keen schon früh gekommen und tja. Ist ein guter Drive da. Offensiv, Rebound und dann die Punkte. Da haben wir Max Ugray das erste Mal gegen Ubuak. Das alles ging hier ziemlich schnell, nur zwei Freiwürfe. Es ging schnell, aber wir haben wenig Punkte. Und dann der Drive von Darius Perry, dem Mann mit der Nummer 10. Würzburg übernimmt hier zum Ende des ersten Viertels. Tolle Steigerung der Gastgeber, Kajami Keen. Ja, Würzburg wirft die wenigsten Freiwürfe der Liga, wir haben das angesprochen. Aber Chemnitz hatte im ersten Viertel überhaupt keinen einzigen Versuch von der Linie. Serious. Kann eigentlich zufrieden sein, was seine Mannschaftskameraden bislang hier ohne ihn leisten. Aber jetzt der Ballverlust. Und die Punkte von Garrett. Bereit, um ins Spiel zurückzukehren. Wieder switchen sie das Pick and Roll. Wieder Richter gegen einen Guard. Und wieder zieht er den Kürzer. Ugray. Livingston ist zurück. Tja, und auch er über Richter. Klaassen gegen Garrett, der jetzt in dieser kleineren Formation auf der 5 spielt. Und Klaassen tanzt sich durch. Der letzten Konsequenz bislang. Perry, nee. Der war zu sehr für die Galerie. Und das ist ein sehr schönes Finish. Dazu hat er auch schon 3 Ballverluste auf dem Konto. Also kein gutes Spiel vom Routinier. Kajami Keen mit dem guten Stil. Und den sollte er aber jetzt mal machen. Jetzt Bass mit dem Größenvorteil gegen Kajami Keen. Ganz viel Geduld. Die hier in der ersten Halbzeit wirklich bislang so wirken, als ob sie zu viele Körner gelassen haben in den letzten Wochen. Kajami Keen, der ist so wichtig für diese Mannschaft. Wenn der jetzt in einen Rhythmus kommt, wäre das mehr als hilfreich für die Niners. Sergius zurück. Mit diesem harten Hedgen letztendlich besser fahren werden. Bass. Welt muss den Wurf wegbringen. Und er bringt ihn weg. Und nicht nur das. Können die Chemnitzer den Rückstand bis zur Pause ein bisschen runterdrücken? Das wäre das Mindeste. Van Beck. Lansdowne. Ugoak. Sie lassen viel liegen. Aber sie bekommen die nächste Chance. Chemnitz verteidigt gut. Aber sie haben noch nichts draus gemacht. Beide Mannschaften nach 2,5 Minuten noch komplett ohne Punkte. Richter ändert das genau jetzt mit dem Aufholen dieses Rückstands. Sie sind aggressiv, doppeln. Klaassen. Bass. Nächster Offensiv-Rebound und dann die ganz leichten Zähler für Welt. Und wir haben schon über 4 Minuten absolviert. Gutes, aggressives Hälschen von Welp. Und dann kommt Garrett. Erster Chemnitzer jetzt, der zweistellig ist mit 11 Zählern. Jeff Garrett. Klaassen, Sergius. Ich habe ja seine Geschichte erzählt, dass er nach dem College keine Angebote hatte. War dann erstmal in Herten in der Pro B und schlechte Transition Defense. Leichte Zähler für Livingston. Der ist jetzt auch zweistellig mit 10. Die Unachtsamkeiten im Chemnitzer Spiel, sie sind weiterhin präsent. Lansdowne. Vertrauen in seine Entwicklung hat.
Lansdowne, klasse Crossover-Move und jetzt ist er da. Erster Dreier, Rebound ist bei Chemnitz, Kesa Kajami Keen. Und der Ball ist wieder weg und Darius Perry, der ja Best. Deutlich zu kurz. Nächster Offensiv-Rebound, Salius, der da immer gut hinterhergeht. Nicht gut von der Drei-Punkte-Linie, heute auch bislang 1 von 5. Sidibe lässt eine gute Chance liegen für Würzburg. Chemnitz. Und da ist dann Garrett. Diesmal war es richtig rum. Kajami Keen mit dem Pass auf ihn. Kriegt Würzburg noch einen Wurf weg? Ja. Korb zählt nicht mehr. So ein bisschen in die Gänge gekommen ist. Van Beck. Lansdowne, der passt. Jetzt ist er da, die Henry Lansdowne. Der starke Salius. Ugray, guter Pass auf Sidibe. Und der war gerade noch in der Zeit für den Ivorer. Würzburg wieder +6. Richter. Von Lansdowne, aber der nimmt den Wurf selbst und dann können sie am offensiven Brett nicht nachfassen. Klasse aufgepasst. Und das N1. Und der ist wieder auf Betriebstemperatur, Rodrigo Pastore. Ugray. Macht er gut. Als Rechtshänder da, die rechte Schulter eingesetzt, mit links gefinisht und er weiß, mein Gegenspieler, Jeff Garrett, der ist super wichtig, aber der kann sich keine Fouls leisten. Und wie wichtig der ist, sehen wir hier. Garrett auf Uguak. Viele Handoffs da oben mit Van Beck. Dann haben wir Jonas Richter. Ich will jetzt nicht sagen als Geschenk, aber es ist erzielt worden durch den Freiwurf nach dem technischen Foul. Jetzt nächste Chance für die Niners. Da ist der beste Schütze. Kann der jetzt nochmal so übernehmen wie in dieser einen Phase in der ersten Halbzeit. Bess auf Sidibe. 4 Zähler Rückstand. Hat Chemnitz jetzt die Coolness, das nach Hause zu holen? Mit Garrett. Ja, ist der stark. Also Kajami Keen ist nach seiner Oberschenkelverletzung natürlich noch nicht bei 100%. Deswegen ist er jetzt auch in dieser Schlussphase nicht mit drauf. Und Lansdowne. Hinten raus zeigt er dann seine ganze Erfahrung und seine ganze Klasse. Würzburg hat dieses Spiel lange Zeit im Griff gehabt und ist jetzt wieder in Schlagdistanz. Zu unkoordiniert. Der Rebound landet bei Garrett, der jetzt ein Double-Double hat. Und vorne dann Uguak. Der das schultern muss. Für die Würzburger. Und die sind jetzt immer noch gut dabei. Über 35 Minuten. Salius. Hat nämlich jetzt mittlerweile 12 Punkte und 10 Rebounds. Aber er ist auch noch relativ unerfahren. Letzte Saison in Ungarn seine erste Profisaison. Jetzt ein höheres Niveau. Jetzt bei -1 an der Linie. Halten da die Nerven. Garrett geht ja noch mal rüber zu Richter. Perry noch ein bisschen mehr irritieren. Zweiter passt. Da ist er. Ja, er täuscht den Handoff aber nicht an. Er gibt den Kajami Keen. Und Kajami Keen verfehlt. Und wow. Ich hätte jetzt gesagt, der Korb ist zu spät. Der Schiedsrichter Joe Huck hat angezeigt, der Korb zählt. An Livingston, der nicht ausblockt. Und dann ist er da, der Linkshänder. Und wir sehen es auch hier ganz klar, dieser Korb ist in der Zeit.